Die Talstation der Schafbergbahn wird neu gebaut. Dafür muss das alte, in die Jahre gekommene Gebäude weichen. Am Donnerstag um 10.03 Uhr war es schließlich soweit. Der Bagger zieht noch ein letztes Mal kräftig an. Und schon war es um die Konstruktion aus dem 20. Jahrhundert geschehen. Zufrieden, ja. Ein bisschen was ist ja noch zum Tun. Und bis Ostern, sprich bis 2. April, wird das Ganze entfernt sein. Bis dahin wird das Gebäude in alle Einzelteile zerlegt, feinsäuberlich sortiert und dann fachgerecht entsorgt. Bei aller Vorfreude auf die neue Talstation ist doch neben dem Lachenden auch ein kleines weinendes Auge dabei. Da ist sicher ein weinendes Auge dabei und ich bin am 28. Februar, das war der letzte Tag, bevor es dann in Abriss losgegangen ist, am Nachmittag nochmal durchgegangen und da sind viele Sachen in Erinnerung gekommen, die man die letzten 16 Jahre in diesem Gebäude erlebt hat. Das neue Erlebnisquartier wird neuen Platz für neue spannende Geschichten bieten. Der Bauzeitplan dafür ist sehr straff und ambitioniert. Nach dem Abbruch geht es am Wolfgangsee sofort weiter. Also am 6. April starten wir dann mit dem Bau des Erlebnisquartiers und nur 16 Monate später, sprich Ende September, werden wir bereits beginnen mit dem Einräumen und wir hoffen, dass wir im Advent 2022 ungefähr um den 20. November eröffnen können und dann die Gäste schon hier in unserem neuen Erlebnisquartier begrüßen können und dann, damit sie dann die Laterne vom Wolfgangsee Advent bereits von unserer schönen Terrasse erleben können. Die Schafbergbahn und auch die Wolfgangsee-Schifffahrt haben im kommenden Sommer im Rahmen der Corona-Bestimmungen normal geöffnet. Sowohl die Mitarbeiter als auch der Kassa- und Gästebereich wurden dafür in 42 hochmodernen Containern untergebracht, bis die neue Talstation der Schafbergbahn im Advent 2022 in Betrieb geht.